So, servus, guten Abend, Leute, so, servus, und hör mich wieder doppelt, wunderbar, machen wir erstmal aus hier. Ja, ich habe das immer drin, ne, wenn ich kurz gucken will, ob die Musik hier im Intro richtig läuft, aber wenn ich das Let's Play mache, ne, dann verzichte ich da mal drauf, aber der Sound ist dann trotzdem bei Twitch mir geschaltet, egal. Ja, ich habe gerade eben noch länger was gegessen, war noch ein bisschen, habe mich noch leider festgequatscht und deswegen mich so spät dran, aber steht ja inzwischen hier, in der Info drin, dass ich leider manchmal etwas unregelmäßige Zeiten habe oder dass es zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. So ist das halt. Hier bin ich. Ich bin bereit für mein Let's Play, fürs Dörfchen hier. Ich bekomme hier die ganze Zeit, weil es gab jetzt ein großes Update bei Medieval Dynasty. Man könnte schon fast eher Upgrade nennen. Also... Das ist zum Beispiel neu. Die quatschen jetzt irgendwas. Also die haben das Spiel wirklich ziemlich überarbeitet. Ich muss ja mal gucken, ob ich die Grafik wieder anpassen muss, weil... Ich habe es eigentlich nicht hoch eingestellt, aber... Kann sein, ich weiß nicht, ob mein Rechner damit jetzt mehr Probleme hat. Ich hoffe nicht. Kleinen Zwischenruckler mal. Aha, wer ist das jetzt? Was läuft der hier rum? Jetzt hört man die ganze Zeit reden, das ist neu. Ist interessant, Schatz, ne? Du bist ja gerade da. Man hört jetzt immer so Gerede von diesen Leuten in dem Dorf. Man hört die jetzt nicht nur arbeiten, sondern auch richtig quatschen. Hat man. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Und er ist einfach überall. Ich habe so Zwischenruckler drin. Er ist, also selbst beim Zocken jetzt, nicht nur im Stream. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die ganze Zeit so. Ah! Die, guck mal, die Frauen am Markt, die rufen jetzt irgendwas. Dobrovoja. Ja, die reden jetzt die ganze Zeit hier überall in unserem Quatschen. Das soll dem Dorf einen lebendigen Charakter geben. Oh. Schon interessant. Und schon wie, haben wir jetzt auch noch mehr Gebäude oder sowas? Gibt es jetzt noch mehr? Was haben wir hier? Zäune. Aha. Eisengatter. Brettergatter. Aha. Zäune. Eisenzäune. Steinmäuerchen. Okay, da gibt es bisher auch nur eins, aber vielleicht haben sie noch eine richtige Steinmauer. Bretterzäune, einfacher Holzgartenzaun, Schmuckgartenzaun. Okay, es sind neue Sachen mit dabei. Langer Kreuzzaun, Holzzaun, Palisade. Ja, die haben das echt erweitert hier. Pflanzen. Arbeitsstationen. Aha. Oh, Alter, ey, da sind echt richtig neue Sachen mit dabei. Ah, jetzt können wir auch den Karren hier bauen. Die habe ich noch nicht gesehen. Ein abtritten Klo kann man auch bauen, ist ja toll. Ein Schneemann, das kennt man schon. Taubenschlag, Glockenpfahl. Ich hoffe, es gibt bald noch eine Steinmauer. Eine richtige, also eine richtige Mauer, die man bauen kann. Das wäre schon cool. Das große Update. Das haben die jetzt hier gemacht. Sitzgelegenheiten. Bänke. Ach, jetzt gibt es die einfache Holzbank mit Rückenlehne. Einfache Holzbank, Baumstammbank, Holzbank, Holzbank mit Rückenlehne. Da haben wir einiges zum Freischalten. Stühle.
Stammstuhl, einfacher Holzstuhl, Holzstuhl. Eieieiei. Mein Gott, sind da viele Sachen jetzt mit dabei. So ein richtiges Mega-Upgrade hier. Aber cool. So, können wir jetzt auch was von Hand noch mal was Neues bauen. Eine Fackel. Nee, das ist immer noch das gleiche Werkzeug wie vorher. So wie ich das hier sehe. Bei Wegen gibt es auch nur noch bisher nur den einen. Gebäude? Jagdhütte. Ah, eine Fischerhütte 2, die ist doch auch neu. Bisher gab es nur eine. Landwirtschaft. Tierhaltung. Bienenstock. Produktion. Dienstleistung, Häuser. Das ist alles noch beim Alten. Gewinnung. Aber schon interessant, wie die jetzt alle da im Hintergrund am Quatschen sind. Die ganzen NPCs. Alle am Reden. Ist auf jeden Fall trotzdem eine coole Veränderung. Ist nicht mehr so still jetzt. Kann sich mit mir wirklich gut unterhalten, nur nicht über das Wetter. Die Ernte, Tiere, Kinder, Politik, Arbeit. Ja, Konrad hat nicht Bock drauf, ne? Konrad will einfach nur arbeiten. Und was hat Gerarda so zu erzählen? Quatscht die irgendwas? Komm, Gerarda, sag was. Gerarda. Hat Ansgar was zu erzählen? Ansgar, hast du was zu sagen? Gerarda und Ansgar schweigen. Die wollen nicht mit mir reden. Ah. Ansgar. Ich liebe es, jeden Tag dasselbe zu... Auf jeden Fall gefällt mir das Update oder Upgrade, kann man besser sagen. Es ist schon ein Upgrade. Ja, schön. Ich könnte mal anfangen, die Häuser umzubauen. Hier zum Beispiel, das sind zwei Steinhäuser nebendran und da plötzlich dieses Holzhaus. Wäre mal Zeit, dass wir das zu einem Steinhaus umbauen. Sag mal, wenn man eigentlich was zerstört, kann man da vielleicht jetzt auch nur einen Teil zerstören. Aha. Warte mal, ich muss das mal kurz hier abspeichern. Das Tal. Ah, stimmt, es gibt jetzt auch mehrere Karten. Oh, da muss ich aber irgendwann mal eine neue Reihe starten. Da kann man, glaube ich, das kann man noch nicht stückweise zerstören, das Feld. Jetzt hätte ich eine Linie hier mal weggezogen. Naja, gut, lass muss halt erstmal. Vielleicht baue ich dieses Haus irgendwann mal anders. Kann man es denn auf Twitch noch angucken, irgendwie? Qualitativ. Hat die gerade die Melodie mitgesummt, die man mal kriegt, wenn man eine Quest erreicht hat oder so? Also. Naja, wir haben schon wieder
Was in der Falle drin gehabt? Auf jeden Fall eine interessante Veränderung schon mal. Er mag aussehen wie ein Idiot und reden wie ein Idiot, aber lass dich nicht davon täuschen, er ist wirklich ein Idiot. Was quatscht denn die da alles? Ach, die hat sogar eine Quest für mich. Die hat gar nicht mehr die alte Stimme von früher. Die hatte doch den... Ich hatte doch mal eine andere Stimme. Haben sie die Stimme abgegradet? Angeblich soll er nicht dort der Hecht sein. Und sein Fisch ist wohl unwiderstehlich. Könntest du mir sagen? Ja, mach mal. Mit dem Meisterfischer sprechen. Wo ist der? Ein Jeserica, na toll. Wie viel Geld haben wir noch? Ja, das reicht. Haben wir noch Geld hier drin? Ja, sogar ziemlich. Oh, wir haben einen Haufen Zeug, das fehlt. Fischerhütte. Hä, warum ist die nicht mehr eingestellt? Aha, weil man die jetzt extra einstellen muss. Na, noch alles los. Feldschuppen muss noch gebaut werden. Dann haben wir die Produktion. Aha. Wo fehlt denn Material? Steine oder was? Und weil sammle ich halt mal Steine.
Ich sammle jetzt mal ein paar Steine, damit die irgendwie mir vernünftig alles verarbeiten können. Ach komm, wir können auch einfach mal ein bisschen hier was arbeiten. Kaputt. Da war doch gerade irgendwo. Da war doch gerade irgendwas, wo man 100% dran stand. Hier auf jeden Fall. Wir sind schon fast über, ja, wir sind schon etwas überbelastet. So, unsere Hacke ist jetzt eh kaputt. Bringen wir mal das alles ins Lager. Wie viel Stroh haben wir denn im Lager gehabt? Oh, da haben wir jetzt sehr viel. Kann ich das noch mal ein bisschen umstellen? Stroh wieder auf 35 und Stein etwas hoch. Was haben wir überhaupt jetzt an Kalkstein? Ugh.
relativ viel. Können wir mal ein bisschen verputzen wieder. Irgendwann hat noch ein Stein gefehlt zum Verputzen. Da oben. Komme ich nicht ran, da muss ich reingehen. Haben auch so ein drinnen. Was hat denn der für eine Stimme bekommen? Oh Gott, der schnauft der jetzt. Seems to be doing just fine. Ja, was reden die hier so? Living here is definitely better than living on the road, but not much. Ach, jetzt liegt da sogar ein Kind in der Wiege, kein Bett, normales Bett mehr. Ach, jetzt haben die das sogar animiert mit dem Schlafen. Ja, es wird da viel schneller satt. So, in Jezerika war diese Quest, die wollten wir ja mal machen. War das jetzt Chiserica, ne? Ja. Oh, it's you again. Sag mal, ist das jetzt billiger? Ja, ist alles viel billiger geworden. Die Reisen ja jetzt viel günstiger, das ist ja geil. Zahlt man ja nur noch die Hälfte.
Zu dem ist man jetzt. Eine Frau von dir erzählt, tut mir ehrlich leid, Junge. Die Schuld dafür kannst du auch wirklich nicht mehr geben. Ich kann nichts dafür, wenn sie nicht aufhören kann. Und mich zu denken, das ist einfach der Effekt, den ich auf Frauen habe. Wie bitte, es geht um deine. Was ist bloß dieses Mal? Mein perfektes Lächeln, meine unglaublich starken Arme, mein wie in feinsten Marmor aus dem Herzen eines Bergmassivs gemeißelte Kieferpartie. Deine Fischsuppe. Oh, ja dann, mein Fehler, ich bin so viele Arten legendär. Dafür vertut man sich schon mal. Offenbar, ich hätte gerne eine Schale deiner Fischsuppe, wenn es genehm ist. Sicher, aber hättest du nicht sogar noch viel mehr Lust auf eine Wette? Also eine Wette. Wie wäre es mit einem kleinen Wettfischen? Ich wette, ich erwische mehr Fische als du. Und in, sagen wir, einer Stunde. Moment mal, man nennt dich einen Meisterfischer. Sehr richtig, wobei man mich mancher wohl auch den Plötzenflüsterer nennen würde. Du stehst vor dem verdammten besten Fischer im ganzen Reich. Ja, du hast richtig gehört. Im ganzen Reich. Der Beste im Tal war ich schon vor meinem 50. Geburtstag. Ich wette 50 Münzen, dass du mir diese Suppe nicht verkaufen wirst. Ha, deine Unterwürfigkeit amüsiert mich, aber dein Zögern, dich auf eine Wette einzulassen, nicht. Tut mir leid, aber doch. Mir fällt deine Art zu denken. Also, so leicht kommst du mir nicht davon. Hier hast du das Geld. Ha, ich wette, das hast du nicht kommen sehen. Was? Das hat er davor gesagt, mein Gott. Oh, Luch, du bist ein besseres Spiel, als ich dachte. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte wirklich gern etwas von der Fischsuppe. Bla bla bla. Dauert mir gerade zu lang. So. Jetzt soll ich ihm einen Wiesenschädel bringen? Wo sind hier nochmal die Wiesens? Hier sind schon mal Elche oder sowas? Nee, hier sind Hirsche. Wie viele Hirsche hier? Ach, Elche sind hier auch. Dann sind doch sicherlich auch Wiesens in der Nähe. Ach, bin ich schon das Tal rausgelaufen. Wo bin ich jetzt? Sind wieder die Elche? Muss ich in die Richtung laufen. Ich könnte jetzt nachschauen, wo überall Wiesen sind, aber ich schau einfach mal. Ich habe tatsächlich Wiesenschädel auch irgendwo in meinem Lager drin. In meinem Materiallager habe ich einen Wiesenschädel. Mal gucken, vielleicht erwische ich einen. Ich will es mal drauf ankommen lassen. Vogel habe ich schon mal erwischt. Sind Falken. Was ist denn hier los? Huh?
War das? Speichere hier mal ab. Hier sind auch Hirsche. Ich will jetzt nicht auf Hirschjagd gehen, ich hätte gern Wiesen. Oh, ich glaube, hier ist eine Höhle, da sind wahrscheinlich auch Bären hier. Ist hier eine Höhle? Nee. Aber hier ist irgendein Lager. Kupfererz. Zinnerz. Also langsam gehe ich, glaube ich, in mein Dorf und hol da den Wiesenschädel. Seeadler. Will ich alles nicht. Brauch keinen Seeadler. Dachs, Hirsch. Aha. Neues Gebäude freigeschaltet, Pferch. Nur durch meine Erkundungsreise jetzt das Wildschwein. Oh. Meine Güte, geht ja voll ab. Wollte eigentlich kein Wildschwein. Hat ganz schön an Gesundheit gezogen hier. Okay, hier sind Luchse. Die rennen meistens weg. Ach, da sind Wiesen.
Fuck, Mann. Die greifen die jetzt früh an. Oh, fuck. Das geht ja richtig abwärts hier. Mist. Jetzt habe ich ihn. Meine Güte, ist ja voll die Action geworden hier. Wir haben aber keinen Wiesenschädel bekommen. Goldener Ring. Was haben wir hier? Auch hier dieses. Wahrscheinlich Questgegenstände oder was? Leder. Nochmal so ein Kampf, den will ich nicht haben. Und theoretisch müssten ja hier noch mehr Wiesen sein, aber. Speichere mal nochmal ab. Wahrscheinlich sind hier noch mehr. Da oben ist noch einer. Und da ist noch einer. Gucken, ob ich mir noch mal so ein Speer bauen kann. Holzstamm brauche ich da. Oh Gott, der kommt schon. Meine Güte, greift er früh an. Wow. Fuck, Mann. Und noch einer. Fuck, da habe ich keine Chance, Mann. Die sind jetzt viel aggressiver als vorher. Gleich bin ich tot. Fuck. Gut, dass ich abgespeichert habe. Die sind viel aggressiver geworden, die Viecher. Und die greifen aus einer viel größeren Distanz jetzt an. Ich glaube, ich hole den Wiesenschädel aus meinem Lager. Leck mich doch im Arsch, du. Von wo aus die angreifen, dann gleich zu zweit. So viel Heiltränke habe ich gar nicht dabei gehabt. Ich habe jetzt auch nicht die besten Pfeile. Da muss ich ganz ans Wasser laufen, da einen Baum fällen und dann mal erstmal hier runterlaufen. Wir auf jeden Fall weit genug weg sind. Ich kann es auch noch mal probieren. Aber nur wenn ich den einen vor mir habe. Den einen könnte ich noch schaffen. So, auf jeden Fall brauche ich Speere. Kann ich auch einen Steinspeer herstellen? Wahrscheinlich nicht hier von Hand. Jedenfalls brauche ich mal zwei. Vielleicht sollte ich mir ein paar herstellen. Jetzt muss ich gucken, wo ich die alle hab. Muss die mal irgendwie zusammen anordnen, damit ich schneller wechseln kann.
Der Speer sollte eigentlich hier sein. Hier kommt eigentlich die Holzhacke hin. Nummer 5 und 6. Ja, mal gucken, wo der nochmal ist. Speichern wir nochmal kurz. Irgendwo ist er. Da oben ist er. Rennt er weg. Bis der andere gleich kommt. Aber der hat mich jetzt nicht mega angerempelt. Den anderen könnte ich theoretisch auch noch überleben. Wenn der da hinten ist, der. So, der wird gleich sterben, der da hinten. Jetzt habe ich ihn erwischt. Aber jetzt ist der zu nah an dem anderen dran. Wie viel Heiltränke habe ich noch übrig? Nur noch 2. Na toll. Versuchen wir den anderen auch noch schnell mal abspeichern. So, direkt vor mir. Oh, vielleicht treffe ich den schon aus der Entfernung. Der hat gar keine Chance gehabt. Na, haben wir jetzt einen Schädel? Immer noch nicht. Komm, wir brauchen einen Schädel. Muss irgendwas gleich fallen lassen. Sonst kann ich mich gar nicht mehr bewegen, okay. Von irgendwas müssen wir uns trennen. Leder. Erz. Ich muss Leder zurücklassen. Gucken wir mal, dass wir nur noch 50 Leder haben. Der Glückliche, der das findet. Das reicht immer noch nicht. Oh, Alter, wie viel Fleisch ist das? Nein, hier habe ich versehentlich das gegessen. Das ist gut, wenn ich immer was finde zum Entgiften. Kann man das Leder doch noch mitnehmen. Könnte es doch noch gehen. Das wäre es gut, wenn wir noch wie Johanniskraut hier irgendwo hätten. Ich weiß nicht, wie lange die Vergiftung anhält, ob die jetzt zunimmt. Ne, die ist schon wieder weg, okay. Dann ist ja gut. Wunderbar. Jetzt laufen wir am besten hier an dem See entlang. Aber wir können auch links rumlaufen, ich glaube, das ist fast besser. Aber haben wir jetzt einen Wiesenschädel bekommen? Ne, wir haben nicht mal einen Wiesenschädel bekommen. Dann geht, dann fahre ich halt nach Hause, mein Gott. Ist ja voll die Verarsche. Jetzt habe ich 3 Wiesen zerlegt und keinen Schädel bekommen. Oder? Ne. Und so viel Fleisch fallen lassen. Heiltränke brauche ich auch wieder. Jetzt versuche ich den einfach ein bisschen was zu verkaufen.
Und dann hole ich. Ich müsste einen Wiesenschädel in meinem Lager haben, dann bringe ich den einfach. Zum Glück sind die Reisekosten auch nicht mehr so hoch. Wenn ich jetzt überbeladen bin, muss ich wieder extra zahlen. Wenn man ja irgendeinen Händler jetzt da haben. Geh mal nach Hause da und hol uns da den Wiesenschädel. Wenn das geht. Gustovia, nur noch 220. Servus Official Chronix LP. Hier haben wir uns mal drauf geeinigt, Chronix oder irgendwie sowas oder. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Also, ich habe da irgendwo im Lager noch so eine Schädel gehabt. Bringe Roland einen Wiesenschädel. Da habe ich einen. So. Gehen wir nochmal nach Cheserica. Das kostet das auch nicht mehr so viel. Also das Update war jetzt schon geil. Das war ich glaube ich überbelastet, hä? Nee, doch ein bisschen durch den Schädel. Egal. Bringen wir schnell dem da den Schädel, den er haben will. Dem Roland. Da unten irgendwo ist der Typ. Der Bank. So. Ein neues Gesicht. Hallo? Hä, willst du mich veralbern? Wir kennen uns. Bist du sicher? Natürlich war. Egal, hier ist ein Schädel. Oh, jetzt erinnere ich mich. Sicher, sicher. Du bist der Kerl mit der Frau, die in mich verliebt ist. Gib mir jetzt bitte einfach die verdammte Suppe, Mann. Selbstverständlich, eine Abmachung ist eine Abmachung. Ja, ich fülle noch eine zweite Schale zum Probieren. Was sagst du? Oh, du meine, die ist wirklich lecker. Was ist das für ein Geschmack? Das ist köstlich. Ha, ich wette, wüsstest du gern. Es ist meine Spezialzutat. Dieses Geheimnis nehme ich mit mir ins Grab. Ich muss zugeben, ich dachte, du bist ein Betrüger. Jetzt bin ich beeindruckt. Allerdings glaube ich trotzdem noch, dass du spielsüchtig bist. Unfug, ich kann aufhören, wann ich immer ich will. Darauf wette, ich komme. Kommt mit in mein Dorf, wir könnten einen wahren Meister wie dich gebrauchen. Ach komm, dann nehmen wir ihn mit. Ha, okay, wieder nicht. Ich meine, das weiß ich zu schätzen, ehrlich. Bisher
kann ich mir hier nach meiner Rückkehr irgendwie verloren vor, nach all den Jahren. Von meiner Familie ist längst niemand mehr übrig. Ich versuche schon eine Weile einen Platz zu finden, den ich zu Hause nennen kann. Ich würde mich dir gerne anschließen. Ach, dann lass mich dich in deiner neuen Familie willkommen heißen. Ich bin sicher, du wirst dich schnell einleben. Okay, vielen Dank. Jetzt muss ich ihm aber noch ein Haus bauen wahrscheinlich. Ja. Na gut. Also schnell nach Gostovia zurück oder in mein Dorf, aber es ist ja quasi bei Gostovia. Und dann müssen wir eben wieder ein Haus bauen. Der Klassiker. Und dann die Suppe meiner Frau noch bringen. So, erstmal nach Gostovia schnell. Ja, ich hab deine Suppe. Diese Aufgabe war verzwickter, als du dir vorstellen kannst. Ich bin auf Hunger, gib sie mir. Und, was denkst du? Ich hatte schon bessere. Du brichst mir das Herz. Naja, hat mir ein paar Reputationspunkte nochmal eingebracht. So, jetzt muss ich schon wieder ein Haus bauen, ey. Wir trinken nochmal schnell was mit einer in Ruhe bauen können. Und Fleisch muss ich auch noch anbraten. Das ist von dem Wiesent. Machen wir das auch noch geschwind. Jetzt werde ich bis nachts dieses scheiß Haus bauen müssen. Das klingt aber wie ein richtiges Dorf auszusehen. Ja, also trinken wir nochmal was und dann bauen wir dem einen da ein Haus. Ist wieder ein Kanickel drin. Wir haben glaube ich auch noch Material, das wir da rein tun könnten. Kupfererz, Leder, Zinnerz. So, wo platzieren wir dieses Haus jetzt hin? Ich passe hier irgendwo ein kleines Haus rein. Könnte man, wenn hier nirgendwo ein Haus reinpasst, können wir da mal nochmal ein Feld anlegen. Aha. Da mal ein kleines Haus. Und irgendwie passt doch hier eins hin. Aha. Passt hier auch ein großes Haus hin, ein größeres? Aha, auch. Kommt hier das nächste Haus hin. Also geht die Hausbauerei wieder los. Ich baue natürlich gleich wieder ein Steinhaus.
Also Holzstamm. Ach, jetzt wiegen die weniger als vorher. Das ist ja geil. Das ist ja auch mal eine gute Veränderung. Geil. Ist man ja schneller jetzt. Okay, dann gehen jetzt Häuser schneller zum Bauen, weil man mehr tragen kann. Das ist auch nicht schlecht. Haben wir viel Tonbewurf auch inzwischen. 20 Holzstämme kann ich theoretisch tragen. Und ich habe immer noch nicht die neue Maultierfertigkeit. Das ist ja mal richtig gut. So, wir bauen wieder alles in Stein. Kommt eine Steintüre. Geil, jetzt haben wir schon überall die Holzbalken drin. So, jetzt noch die Steine. Ach nee, da haben wir ja kaum welche im Lager, also muss ich Steine abbauen. Haha. Und ich brauche nur eine Steinhacke, wenn da überhaupt eine drin ist. Da könnte ich mir gleich mal 4 Stück holen, weil... Das wird jetzt spannend. Haben wir noch... Steinspitzhacken? Ja. Nehmen wir mal 3. Wir müssen jetzt unsere Steine sogar noch abbauen. Ich glaube, hier haben wir schon überall abgebaut. Erschöpft, erschöpft, erschöpft. Dort liegen noch Steine. Wir können auch noch Steine aufsammeln. Und da müssen noch Steine ins Lager auf jeden Fall. Hier lagen noch ganz viele rum. Was wiegen die jetzt eigentlich, die Steine? Da wiegen immer noch so viel wie vorher, okay.
Wir haben so viele Steine verbraucht. Sieht es eigentlich mit dem Flachs jetzt aus und den Leinen? Haben die jetzt vielleicht mal niedrigeren Verbrauch? Flachs 1648, okay. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Sechzehn Steine. Jetzt können wir langsam mal wieder da runterlaufen. Dringend Steine hier.
Das Haus muss unbedingt noch fertiggestellt werden. So, wie viele Steine fehlen denn jetzt noch? Na, es reicht gerade. Hier einstellen noch. So, jetzt nur noch die Bretter, es wird schon wieder Tag. So lange habe ich jetzt an dem Haus darum gebaut. Wegen dem Material.
So, dieses verdammte Haus noch. So, muss ich nochmal zwei Bretter holen. So, jetzt kann der endlich mal da einziehen. So, was kann der arbeiten? Überleben. Oh, der Ding könnte man am besten für... Ja, der soll eigentlich... in der Fischehütte arbeiten. Ja. So, was machen wir jetzt mit Olaf? Olaf hat im Jagen 3 und in Diplomatie 3. Produktion oder Gewinnung hat er noch 2. Ich schau mal in die Marktstände rein. 6, 3. Ja, bringt auch nichts. Jagen ist in der Jagdhütte. Bringt auch nichts. Ja gut, dann muss er halt in die. Dann muss er halt in die Mine. Kann man die ganze Nacht durchgearbeitet. Was war das für ein Hänger? Die Fischerhütte könnte man jetzt auch ausbauen. Da gibt es jetzt eine Stufe 2. Nicht nur noch Stufe 1. Oh Gott, das Geld kommt ja richtig jetzt zusammen.